Ich habe eine Handtasche gefunden von einer gewissen Greta Hiddick. Das Fiese am ersten Film ist ja, dass man die Lust verliert, hilfsbereit zu sein. Zum Beispiel als ehrlicher Finder. Du bist so freundlich. Ich bekomme nicht oft Besuch. Seit meine Tochter fort ist, ist es hier etwas einsam. Wo sind die Kerzen? In dem Schrank dort. Die angeblich verlorene Handtasche ist nur ein Anlockmittel dieser verwitweten Klavierlehrerin, routiniert gespielt zwischen liebreizend und eiskalt von Isabelle Huppert. Ich habe die Taschen gefunden. Ich will sie nie wiedersehen. Sie fängt an, mir Angst zu machen. Nach dem starken Beginn verläuft Greta allerdings auf sehr ausgelatschten Psychothriller-Bahnen. Warum tun Sie das? Es ist irgendwas passiert. Wir müssen hier ganz schnell weg. Auch The Silence kommt einem bekannt vor. Filme oder Serien, wo alle leise sein oder sich die Augen verbinden müssen, gab es ja zuletzt häufiger. Hier sind die Schauspieler wie Stanley Tucci besser als das Drehbuch. Und zwar so viel besser, dass man doch einfach mitfiebern muss. Keine Geräusche. Große und schreckliche Orphin-Juice. Gefällt mir. Und dann haben wir noch Orphin, der Zauberer von Oz. Ein Film, wo die einen sagen werden, hä, was ist das denn? Und die anderen, juhu, endlich, auch als Kinofilm. Hat zufällig jemand ein Aufladegerät für magische Schuhe dabei? In der DDR waren sie ein Kinderbuch-Kult. Die Fortsetzungen der weltberühmten Geschichte um den Zauberer von Oz. Man könnte einwenden, dass diese Fortsetzung mit lebenden Holzsoldaten eine ziemlich seltsame Geschichte ist und der Film auch eher mittelmäßig animiert. Aber wer die Kinderbücher gelesen hat, der freut sich jetzt wohl zum zweiten Mal, dass die Abenteuer des Mädchens aus Kansas, ihrem Hund Toto, dem Strohmann, dem eisernen Holzfäller und dem tapferen Löwen viel länger weitergingen als gedacht. Wann kommt er denn raus? Demnächst im Kino.